Wir sind jetzt die nächsten paar Tage auf der Seiseralm in den Dolomiten und fahren jetzt gerade auf die Seiseralm hoch. Für diese Straße braucht man eine Genehmigung, dass man hier überhaupt hochfahren darf. Die kriegt man, wenn man ein Hotel gebucht hat. Da waren wir gerade an einem kleinen Häuschen. Und da kriegt man diese Genehmigung, wenn man eben das Hotel gebucht hat. Oder man kriegt vom Hotel dann sowas schon zugeschickt. Bei uns war es jetzt so, dass das Hotel gesagt hat, die Genehmigung, die kriegen wir, wenn wir im Hotel sind. Und mit der Reservierung dürfen wir rauffahren. Hat auch gut geklappt. So, jetzt sind wir im Hotel angekommen und jetzt zeige ich euch mal das Zimmer. Das ist saugeil. Hier haben wir eine Terrasse. Da geht es jetzt ins Zimmer rein. Boah, ist schön warm. So. Hier ist die Wohnecke. Ankleide. Hier haben wir den Kamin. Den werden wir später dann auch mal anmachen. Das Bett. Und ich liebe ja nach dem Skifahren zu baden. Und schaut mir die Badewanne an. Und das ist die geile Badewanne. Ja, das hat der Louis Trenker, wenn ich mich recht erinnere. Da haben wir hier das Bad. Eine kleine Sauna ist auch hier drinnen. Haben wir hier noch ein Licht? Ja, hier ist die Sauna. Eine Toilette. Und eine Dusche. So, ein neuer Morgen beginnt. Das ist unser Hotel. Wir fahren jetzt direkt vom Hotel auf die Skipiste. Diese Hütte da drüben, da habe ich vor 2 Jahren mit Freunden übernachtet. Das ist die Silvesterhütte. Total uriges Teil. Mit Kamin und allem, direkt an der Skipiste. Leider was ausgebucht haben, wir waren das übernachten müssen. Hey. Ja. Die kleine, die linke. I get around despite the loss. I'm over here, gotta get across. Whether you like it or not, there is a moment meant for us. And now you made it, but I already played this. Not interested, open your eyes, let's get it done, take my hand. Jetzt will ich ein bisschen was erzählen über die Seiseralm. Das ist ein Hochplateau in den Dolomiten. Laut Wikipedia das höchste Hochplateau Europas. Und hier, während unten überhaupt kein Schnee liegt, ist hier alles weiß. Also richtig, richtig klasse. Interessant bei der Seiseralm ist auch noch, die haben genau vor 80 Jahren den ersten Skilift hier eröffnet. Also das ist ein uraltes Skigebiet und das werden wir jetzt erkunden. Wir machen die Seiseralm Ronda. Oh, I'll never get tired.
sind jetzt auf Florian oben, auf der Hütte und testen den Kaiserschmarrn. Zuerst habe ich gedacht, durch die gelbe Farbe sind viele Eier drin, weil ich mag das ganz gerne. Aber irgendwie schmeckt er normal. Er ist okay, aber er kommt jetzt auch nicht auf meine Liste. Ich würde sagen, das ist das ideale Skigebiet für Anfänger oder Leute, die es jetzt nicht so gut können. Und ja, landschaftlich genial mit den Bergen der Dolomiten und die hügelige Seisaalm. Also ich finde es fantastisch hier. Direkt gleich neben unserem Hotel und ist ausgezeichnet als schönste Almhütte Südtirols. Ja, und dann machen wir hier noch ein bisschen Après-Ski. Ja, und hier, wir übernachten hier im Hotel Tirla, genauer gesagt Tirla Dolomites Living Hotel. Allein wenn wir in die Rezeption gekommen sind am ersten Tag, oh, da riecht es fantastisch. Es riecht alles hier im Hotel nach Wellness. Genial. Die Hütten hier sind aus Zirbenholz gebaut. Also es riecht fantastisch. Wir schlafen, das ist unglaublich gut. Unglaublich gut schlafen wir. Im Zimmer selber haben wir eine Holzbadewanne. Im Bad eine Infrarotsauna. Ja, und das Essen ist Frühstück, Abendessen, boah, vom Feinsten, wirklich fantastisch. Also kann man echt nur weiterempfehlen. Und das Geile ist auch, es liegt direkt an der Piste. Boah. Sieht auch hier unheimlich viele Leute, die im Winter wandern. Also ganze Heerscharen wandern hier. Man kann auch Schlitten fahren, mit Pferdeschlitten kann man fahren. Und kulinarisch absolutes Highlight. Also wer hierher fährt, um abzunehmen, ist komplett am falschen Ort. Hier gibt es irrsinnig viele tolle Hütten. Eine besser als die andere. Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen noch nicht rausgefunden habe, wo gibt es hier den besten Kaiserschmarrn? Ich habe zwar auf Instagram gepostet, wer mir einen Tipp geben kann, soll bitte schreiben. Ich habe jede Menge Zuschriften bekommen, aber nur Schwachsinn. Aber keiner hat mir wirklich einen Tipp geben können, wo gibt es hier den besten Kaiserschmarrn. Jetzt habe ich auf TripAdvisor 3 Hütten gefunden. Jetzt sind wir allerdings nur 2 Tage da. Vielleicht schaffe ich es, 2 noch zu testen. Die dritte muss leider ausfallen. Ja, und hier haben wir jetzt einen wunderschönen Morgen. Jetzt ist es 7 Uhr. Um 8.30 Uhr machen die Lifte auf. Da wollen wir dann pünktlich zum Liftstart an der Piste stehen. Yeah, wir sind die Ersten auf der Piste. We'll be right back.
diese Landschaft an. Genial, oder? Wir sind hier auf dem Goldknopf auf 2220 Meter Höhe. Despite the loss, I'm over here, gotta get across. Whether you like it or not, there is a moment meant for us. And now you made it, but I already played this. Not interested, open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me. Shadow me, I won. So, das ist jetzt in der Kaiserschmarrn. Heißt Tirlerhütte. Auf der Tirlerhütte. Und den werden wir jetzt mal probieren. Der schmeckt echt gut. Schmeckt immer noch gut. Das ist gut. Ja. Nachdem ich ja in Instagram gepostet habe, dass Leute mir Tipps geben sollen, wo es einen guten Kaiserschmarrn gibt auf der Seiseralm, und ich nur Schrott an Bord gekriegt habe, habe ich in TripAdvisor mal geschaut. Da war eine Hütte, die empfohlen worden ist. Da waren wir heute Mittag und da gab es gar keinen Kaiserschmarrn. Obwohl in TripAdvisor steht, bester Kaiserschmarrn der Welt. Und jetzt haben wir uns gedacht, fahren wir zu unserem Hotel und probieren hier in der Tierler Hütte den Kaiserschmarrn. Der schmeckt echt gut. Hm? Das ist gut. Ah ja, genau, hier die Rauchhütte ist echt eine Empfehlung, wenn man abends essen geht. Wir hatten ja sensationelle Halbpension, von daher waren wir nicht hier. Aber hier sollte man unbedingt essen gehen. Rauchhütte, echt eine Empfehlung. Und vor allem die Lage sensationell. Wir waren damals essen vor 2 Jahren und da war auch noch Vollmond und der Vollmond steigt genau hinterm Langkogel auf. Das war unglaubliches Erlebnis. Aber das Essen da, Rauchhütte, sehr zu empfehlen. Rückweg jetzt von der Seisalm, wie immer das Fazit zum Schluss. Also ein wunderschönes Skigebiet mit einer wahnsinnigen Kulisse mit den Bergen der Dolomiten. Für Anfänger und gemütliche Skifahrer ideal, ideal. Für diejenigen, die jetzt lieber auf den schwarzen Pisten unterwegs sind, wird es wahrscheinlich ein bisschen langweilig werden. Aber so für die gemütlichen Skifahrer perfekt. Perfekt auch das kulinarische Erlebnis auf der Seisalm. Jede Menge Hütten, in denen man super gut essen kann. Also alles in allem einfach nur zu empfehlen.